Oh! Tag 5 scheitern. Eieieiei. Moin moin Freunde. Ja, mir geht es nach wie vor sehr gut. Ich hatte eine super Nacht, habe wieder super geschlafen. Ich glaube auch wieder sehr lange. So, jetzt folgt wieder meine tägliche Routine und ich werde runter an den See gehen und mein Leben chillen. In diesem Sinne, bis später. Wettermäßig hat er natürlich auch Glück, ne? Ist halt sehr, sehr geiles Wetter hier. Mittlerweile merke ich dann doch die Auswirkungen der fehlenden Nahrungsaufnahme. Oh. Denn meine Beine werden langsam sehr schwer. Oh, ich merke das beim Laufen, dass es mir gerade bergauf sehr schwer fällt. Aber ansonsten alles bestens. So, ich habe jetzt hier ausreichend am See gechillt und werde jetzt zurück zu meinem Lager pilgern. Peace and out, bis dahin. Ich werde gleich nochmal losgehen und mir Zundermaterial, also Birkenrinde, besorgen, da ich die gestern fast alle gemacht habe. Und habe mir überlegt, ich werde mir noch eine kleine Feuerschutzwand bauen, also einen Windschutz. Was habe ich doch euch gesagt? Ich würde auch reingehen in die Projekte. Klar, wenn der Wind immer hier vorne so reinkommt und dann bläst es mir immer den ganzen Rauch des Feuers ins Gesicht. Kleine Reflektorwand. Ist natürlich dann auch ein Punkt, ne, wenn du fasten willst und natürlich Energie sparen willst oder wie auch immer. Hier unten sehe ich übrigens schon die Heidelbeere, die würde ich sofort wegsnacken. Und dann Bauprojekte ohne Essen. Okay, er baut diese zu schräg oder was? Habe ich so auch noch nie gesehen. Hat natürlich einen Vorteil, dass du dann nur eine Seite brauchst. Wie ist es eigentlich mit Giftstoffen im Darm, wenn man so lange nichts isst? Ist das nicht schlecht für den Körper? Wegen auch so wenig dann auf Klo gehen. Na, theoretisch, eigentlich, wenn du fastest und sowas machst, soweit ich weiß, machst du den Einlauf, um deinen Darm zu entleeren, damit halt diese Stoffe nicht da drin bleiben. Soeben hat es richtig ordentlich geregnet, aber toi toi toi, zum Glück ist alles dicht und trocken geblieben. Ja, und da wir vorher beim Thema Birkenrinde als Zunder und dem Thema Feuer waren, dachte ich mir jetzt, um noch etwas die Zeit zu überbrücken, baue ich einfach mal zwei Schwedenfeuer. Ein relativ einfaches und ein etwas aufwendigeres. Ich hoffe, das interessiert euch, aber ich habe einfach sonst nichts zu tun. Ja, ne, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber genau an dem Punkt. Keine Challenges, keine Nahrungsbeschaffung. Ja, was machst du denn auch, ne? Du hast ja dein Lager steht, du hast dein Wasser abgekocht und es gibt ja nichts zu tun. Also der meiste Zeitaufwand war ja auch damals so, ging halt für die Jagd und für Nahrung. Nahrung vorbereiten, zubereiten, das alles auf, ne? In dem Moment, wo du das nicht machst, ja, was hast du da noch zu tun? Bei Schwedenfeuer Nummer 1 zerhacke ich einfach diesen Stamm in 4 Teile. Jetzt spitze ich alle 4 Teile unten etwas an. Ja, und dann hackst du die einfach im Boden, ne?
So, und jetzt kann der Topf mit dem frisch gezapften Das war doch das Thumbnail, oder? Gerade das, was wir jetzt hier sehen. Wasser hier drauf. Perfekt. Schwedenfeuer Nummer 2 muss erstmal ein Stück angesägt werden. Jetzt spaltet man das da Jetzt auf. wird der Teil, den wir angesägt haben, abgehackt. Und dann wird das, glaube ich, nochmal gespaltet und die Kerne rausgetrennt oder irgendwie sowas. Das ist nur zur Markierung für mich. Kleine Fackeln. Das ist jetzt praktisch wie ein Stuhl. Und hier ist das andere Teil, was genau hier reinpasst. So. Genau, jetzt werden die Kerne rausgetrennt und dann, glaube ich, unten nochmal so eine Ecke rausgesägt, damit man wie so einen Kamin-Schloteffekt hat. Die Sonne kommt gerade nochmal richtig krass raus hier hinten. Dieses Teil wird jetzt nochmal gespalten. Aber die Frage ist, wie machst du es dann oben zusammen? Ich glaube, ich habe es damals mit Draht gemacht. So. Jetzt die Kerne raus. Und jetzt werden hier noch die Ecken weggespalten. So sieht das Ganze jetzt von oben aus, wenn die drei Teile wieder zusammengesteckt sind. Und bei den zwei kleineren Teilen sägen wir hier jetzt noch zwei Ecken raus für die Luftzufuhr und den Zunder. Ist ein witziges, cooles Projekt. Jetzt sollte man diese drei Teile noch zusammenbinden. Am besten eigentlich mit Draht, weil der dann später natürlich nicht mit abbrennt. Aber ich habe natürlich keinen Draht. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal ganz provisorisch mit etwas Schilf. Das fackelt doch sofort ab. Kommt da eine Flamme ran, fährt das alles auseinander, oder? Erst etwas weich machen, da ist es beweglicher. Finde ich geil, weil das wie so ein Mini-Kamin ist. Mein kleines Kaminfeuer habe ich jetzt wieder ausgemacht, da ich jetzt noch mal runter an den See gehen und baden werde. Denn es wird schon langsam dunkel. Keine Ahnung, wie spät es ist, aber wahrscheinlich später, als ich bis jetzt dachte. Alles klar, bis denne. Also ich kann sagen, bis jetzt waren Tag 1 und Tag 4 wahrscheinlich die schönsten Tage. Da heute irgendwie alles sehr abwechslungsreich war. Ich war spazieren, ich war baden, ich habe hier viel rumgewerkelt. Das Wetter war auch abwechslungsreich heute. Es hat geregnet, es war Sonnenschein, es war irgendwie alles dabei. Ja, was das Fasten betrifft, da geht es mir auch soweit gut, denn heute habe ich sehr wenig nur ans Essen gedacht und wenn, konnte ich es irgendwie schnell wieder ignorieren. Allerdings merke ich jetzt so gegen Abend dann doch schon, glaube, ein paar Nebenerscheinungen. Ich habe so leichte Kopfschmerzen und mir ist auch sehr kalt und ich hatte vorher schon gelesen und auch in Videos gesehen, dass es bei anderen Menschen, die Wasserfasten betrieben haben, auch dazu kam, dass sie sehr schnell gefroren haben. So. Aber vielleicht ist es auch einfach nur kalt, ich weiß es halt nicht. Ich habe ja keine Wetter-App oder irgendwas, dass ich wüsste, wie viel Grad hier sind. Ja, aber jetzt hier schön gemütlich am Feuer, das passt schon alles. Ja, ich glaube, mein Wasser kocht. Zumindest klingt es so. Oh ja, das kocht wohl schon eine Weile. Wow. Ja, dieses ganze Uhrenthema. Also angedacht war ja, dass man keine Uhr hat, dass man nicht irgendwie eine Zeit hat, dies, das. Das Problem ist so ein bisschen, und das kriegen wir leider nicht behoben, diese Notfall-GPS-Tracker, ja, die quasi man dabei hat, wo man auch einmal am Tag so einen Schalter drücken muss, damit quasi so ein, ey, ich bin am Leben-Ding gesendet wird. Da ist halt vorne eine Uhrzeit drauf. Das ist halt so, ja, wie willst du das ändern? Das kriegen wir leider technisch nicht gelöst, weil die Geräte sind so aufgebaut. Man kann ja die Uhrzeit nicht ausschalten.
Ne, abkleben geht ja nicht, weil die Uhrzeit. Abkleben, ha. Das ist ja auf dem Display zu sehen, aber du musst den Display sehen, damit du dort diesen Totmannschalter quasi. Also damit du drückst quasi nicht nur einen Knopf zum Absenden dieser Live-Nachricht, sondern du musst dann da kurz ins Menü reingehen mit Nachricht senden, dann hast du so drei vorgefertigte und dann musst du Nachricht 1, alles ist gut, abschicken. So, das heißt, du musst dich ja kurz durchnavigieren mit zwei, drei Steps. So, das heißt, du brauchst diesen Display, damit du das machen kannst. Falsche Uhrzeit einstellen, habe ich mir auch schon überlegt. Ja, könnte man auch machen. Dann ist halt so ein bisschen Verwirrung. Ja, keine Ahnung. Dann halt gleich nach dem Aufwachen melden. Ja, so ist auch der Plan. Der Plan ist laut Regelwerk quasi, dass du irgendwann aufwachst und das Erste, was du machen sollst, ist deine Tageschallenge dir nehmen und den Ich bin am Leben Button da einstellen. So, und dann hängst du es wieder zur Seite. Aber du wirst es ja nicht verhindern können, dass jemand jetzt heimlich dann, ich guck doch mal, wie spät ist das. Wisst ihr, was ich meine? Das kannst du ja nicht machen. Vielleicht umcoden. Kannst du ja nicht einfach irgendein Elektronikprogramm umcoden. Kannst ja mal probieren, irgendein iPhone oder irgendein Smartphone oder ein GPS umzucoden. Falsche Uhrzeit geht nicht, weil die GPS da nicht richtig funktioniert. Ja, das ist auch der Punkt. Deswegen funktioniert es leider mit der Uhr nicht so ganz, aber naja, Freunde. Das ist dann halt so. Irgendwo muss man leider einen Kompromiss machen. Was ist, wenn man das vergisst oder ist die Aufgabe im GPS? Das sollte man nicht vergessen. Das wäre dann doof. Ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, dass vom Basislager aus diesen Notfallsender so angeklingelt wird. Dann piept der einmal. Aber ich sag mal so, wenn jetzt sich vormittags und mittags noch keiner gemeldet hat und nachmittags das Basislager dann jemanden anpiept und da kommt immer noch keine Meldung, dann müssen die halt rausfahren. Das ist dann halt einfach so. Ist halt ein Sicherheitsding. Hätte ich beinahe alles verkippt. Oh, herrlich. Zumachen, dass kein Dreck reinfliegt. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich werde da nicht drauf gucken. Also klar, ich werde in dem Moment frühest, wenn ich aufwache, muss ich ja drauf gucken, weil ich das absende. Aber ansonsten, ich verderb mir selbst den Spaß. Und selbst ganz ehrlich, was bringt's mir denn? Was bringt's mir denn zu wissen, jo, jetzt ist 16:30 Uhr? Scheiß drauf, ich will doch diese Wildlife-Erfahrung haben. Ich habe da gar keinen Bock drauf zu gucken. Oh, Tag 5 scheitern. Eieieiei. Wird wieder Zähne geputzt wahrscheinlich. Schönen guten Morgen, Freunde. Ich hatte eine sehr unruhige Nacht. Da ich im stetigen Wechsel zwischen Wach- und Schlafphase war. Keine Ahnung warum, ich habe irgendwie sehr schlecht geschlafen, fühle mich aber dennoch eigentlich ganz fit, bis auf so ein Gefühl von Muskelkater am ganzen Körper. Okay. Ich habe keine Ahnung. Kann das sein, dass das das Gefühl ist, weil der Körper jetzt anfängt, nach Tag 5 keiner Nahrung, die Muskeln abzubauen, um Energie zu holen? Vielleicht ist es das. Weil der Körper greift ja irgendwann auf Fette, auf Muskeln und der baut ja irgendwann ab. Und vielleicht ist genau das Gefühl, dass dieser Muskelkater, dass in den Fasern was passiert, weil der Körper da jetzt abbaut. Was das ist, ob das mit dem Nahrungsmangel zusammenhängt, denn wirklich Muskelkater kann es ja kaum sein, von was auch. Aber Magnesiummangel Naja, mal kann auch schauen, wie sein. das weitergeht. Sonst fühle ich mich gut und bin gespannt auf den Tag. Und jetzt werde ich erstmal gepflegt Zähne putzen. Darf er sich keinen Fisch fangen? Doch, laut Seven vs. Wild-Regelwerk kann er sich natürlich einen Fisch fangen. Aber er hat ja gesagt, dass er fasten will. Er nimmt das als extra Projekt und sagt, er will mit Absicht nichts essen. Dadurch passiert natürlich dann auch nicht viel bei so einem Projekt, ne? Ich habe schon so eine richtige Seven vs. Wild Routine drin, denn ich war gerade wieder am. Ist sein T-Shirt hier schon gerissen? Kann das sein oder ist das Sonne? Nee. Am See, habe dort mein Leben gechillt, habe anschließend Wasser geholt und auf dem Rückweg vom See habe ich mir Spielzeug mitgenommen. Oh. Oder besser gesagt Werkzeug.
denn ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich nur 5 statt 7 Gegenstände dabei haben dürfte und kein Messer und keine Säge hätte. Ah. Als einzige Alternative kamen mir da Hier, der Ausrüstungsverfall. Er setzt ein, Freunde. Das T-Shirt reißt schon. Eine in den Sinn, mit denen man ja auch noch arbeiten kann. Und jetzt möchte ich mal versuchen, mit Steinen einen Baumstamm zu teilen, Holz zu spalten und eventuell sogar Feathersticks zu schnitzen. Ich habe das noch nie mit Steinen gemacht und bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich hoffe, ihr auch, denn viel mehr wird heute nicht passieren. Okay. Holy shit. So, der ist jetzt ungefähr zur Hälfte durch, würde ich schätzen. Und ich versuche den jetzt zwischen 2 Baumstämmen irgendwo hier zu brechen. Ich bin gespannt. Hättest ihn wahrscheinlich auch gleich brechen können, oder? Die Frage ist übrigens nicht unbedingt, ob er jetzt durchbricht, sondern ob er an der Stelle durchbricht, wo ich möchte, dass er durchbricht. Na, dann musst du aber die Bruchstelle genau auf den Baum legen. Genau, ich wollte gerade sagen. Weil da ist ja jetzt dieser Druckpunkt. Junge, Junge. Ja, sieht gut aus, aber er spaltet sich, glaube ich, hier rein. Naja. Wow, tatsächlich. Ja, klar, weil es die schlechte Stelle ist. Hätte ich diese Stelle jetzt einmal fein säuberlich ringsrum um den Baumstamm angehackt, dann wäre der sicherlich auch wirklich nur genau da in der Mitte gebrochen, wo er brechen sollte. Aber ich bin trotzdem absolut zufrieden mit dem Ergebnis. Mir ging es ja nur darum, ob ich diesen Baumstamm so durchbekomme oder nicht. Und es hat funktioniert. Viel schwieriger stelle ich mir das Problem des Holzspaltens vor. Das ist ein halbes Holz, was ich die letzten Tage schon mal gesägt und gespalten habe. Aber ich möchte dem Stein ja auch eine Chance geben. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass der Stein einfach zu weich ist und zerbröselt, weil... Man muss dazu natürlich auch sagen, er hat jetzt ein Holzstück hier liegen, was ja schon 2 gerade Schnittkanten hat, ne? Das hättest du ja normalerweise gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kenne mich da nicht aus. Ich nehme an, das ist Schiefer oder... Ach nee, ich habe keinen Plan. Meine Keule sieht auch schon ganz schön krass mitgenommen aus. Naja, so. Ich hau jetzt mal hier drauf, mal gucken, was passiert. Müsste die wahrscheinlich anschleifen oder so, oder? Okay, gar nichts, obwohl die Kante, naja, mit der Spitze hier. Aber cooles kleines Mini-Experiment für sich selbst. Ja, passiert nicht. Ach, da passiert. Ist das lustig. Geil, jetzt kriegt er doch so einen Lachkick, ey. Passiert wirklich gar nichts. Ja. Nee, da passiert nichts. Ich habe mich gerade in der Umgebung nochmal umgeschaut, ob es noch andere Steine gibt. Aber es gibt wirklich nur dieses brüchige Gestein. Und damit würde ich sagen, Projekt Holzspalten gescheitert. Naja, was soll's. Und ich finde, ich habe heute genug gearbeitet. Deswegen werde ich jetzt wieder an den See gehen und wieder chillen bis heute Abend. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Seit etwa 5 Tagen verzichte ich komplett auf Nahrung und laufe jeden Tag auf meinem Weg zum See hier an diesen Himbeersträuchern vorbei. Und ganz ehrlich, ich halte das nicht mehr aus. Ich möchte jetzt von diesen Himbeeren essen. Ich werde sozusagen heute mein Fasten brechen. Oh. Wahrscheinlich auch anderes Grünfutter dann essen, wie Klee, Brennnesseln, was weiß ich nicht was. Und hoffe einfach, dass ich die nächsten 2,5 Tage trotzdem noch gut überstehe. Ah, ja, die kleine Naschkatze. Oh, geil, weil der ist richtig... Oh, guckt euch das mal an, wie gefüllt der ist. Holy moly. Ist ja alles voll. Ich glaube, noch nie in meinem Leben waren Himbeeren so lecker. Das glaube ich. Geil.
das Geilste am Fasten ist, Fasten brechen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also der fünfte Tag, der war wirklich auch wunderschön heute. Auch dieses leichte Muskelkatergefühl von heute Morgen, das ging dann im Laufe des Vormittags einfach weg. Ich hatte tagsüber immer mal so leichte Schwindelgefühle, aber ich glaube, das ist ganz normal durch die fehlende Nahrungsaufnahme und das fehlende Salz im Körper und so. Aber sonst ging es mir gut. Ich dachte auch, dass ich vielleicht irgendwie sehr oft müde werde heute oder mich ermattet fühle. Naja, aber die Himbeeren haben vielleicht nochmal einen Schub gegeben. Durch den fehlenden Schlaf der letzten Nacht. Ich habe ja wirklich kaum geschlafen, war ganz oft munter. Aber das war alles nicht der Fall. Ich habe mich total fit gefühlt, war agil. Ich hätte heute Bäume ausreißen können. Krass. Wirklich, fühle mich jetzt noch total super und bin auch gar nicht müde. Ja, das Highlight des Tages waren natürlich ohne Frage die Himbeeren. Von denen ich dann gefühlt ein Kilo gefuttert habe. Damit ist es natürlich auch ein Tag des Scheiterns. Denn erstens habe ich es nicht geschafft, mit einem Stein ein Stück Holz zu spalten. Und zweitens habe ich mein Fasten 2 Tage eher gebrochen, als ich eigentlich wollte. Eigentlich wollte ich das die 7 Tage durchziehen, habe es jetzt nur 5 Tage geschafft. Aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Und ich freue mich jetzt schon aufs Bett und werde von Himbeeren träumen. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Peace and out. Gute Nacht. Hochzucker gibt wieder Energie, klar, klar. Es ist mitten in der Nacht und es hat mal wieder so richtig schön angefangen zu regnen. Ich wollte an der Stelle nochmal erwähnen, dass ich das Geräusch des Regens sehr mag. So, weiter schlafen. Tag 6 Alltag. Oh, war eine geile Aufnahme hier, wie ihr da drin liegt. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich gerade erst aufgewacht. Dabei war ich soeben schon draußen und habe die Kamera dann aufgestellt. Aber ich möchte euch heute... Das wäre eigentlich das Thumbnail gewesen, oder? Guckt mal. Na gut, man erkennt ihn nicht ganz so, aber das wäre auch geiles Thumbnail mit diesem ganzen Lager da. Mal noch etwas durch meine 7 vs. Wild Alltagsroutine mitnehmen. Und da dachte ich, es gehört dazu, dass ihr mal seht, wie das so ist, wenn ich hier drin liege. Ja, ansonsten gibt es nichts viel zu sagen. Das ist mein toller Schlafsack. Als Kopfkissen nutze ich mein Pullover und meine Regenjacke und meine Hose. Ah, also Regenjacke hat er doch mit. Das pappe ich alles abends zusammen. Den Gürtel mache ich Gürtel aus auch der mit. Hose raus nachts, damit es nicht so hart ist und so Beulen gibt. Da hinten hängen immer meine Socken zum Lüften, hier vorne mein T-Shirt. Das habe ich aber auch schon ein paar Mal im See mit gewaschen, dass das nicht ganz so stinkt. Ja, ansonsten gibt es der Schlafsituation nicht viel zu sagen. Übrigens ist es heute sehr kalt. Bin mal gespannt, wie der Tag noch so wird. Jetzt wird erstmal ein wenig entspannt und was getrunken. Abgekochtes Wasser habe ich noch vom Vorabend hier, so 500 Milliliter bis 1 Liter. Hier drin ist so eine Skala. Das reicht für jetzt auf jeden Fall erstmal. Und dann geht es wieder runter zum See. Dort werde ich dann etwas spazieren gehen, nach Himbeeren Ausschau halten, denn ich esse ja jetzt wieder. Genau. Und was ich übrigens nicht vermisse, ist Kaffee oder irgend sowas am Morgen. Denn ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken. Ich mag Kaffee. Richtige Cowboy-Stimmung mit der Mundharmonika. Echt so, ne? Doch, überhaupt nicht. Wenn, dann trinke ich ab und an mal einen Tee. Aber daheim trinke ich eigentlich jeden Morgen eine ausgepresste Zitrone in lauwarmem Wasser. Das ist so mein Ding. Aber darauf kann ich auch mal eine Woche verzichten. Was soll's.
bin ich mal gespannt. Was hat er da jetzt? Warte mal, das ging jetzt zu schnell. Was soll's? So, nochmal neu. Himbeeren. Heidelbeeren? Was ist das denn jetzt hier? Das ist ja keine Brennnessel. Was ist das? Was ist das? Das habe ich auch schon mal gesehen, weiß ich aber gerade auch nicht, was das ist. Ja, Birkenblätter. Ach, sagt er gleich? Okay. Sieht ja erstmal ganz geil aus, eigentlich. Brennnessel, die ich habe mir unterwegs meinen persönlichen Seven vs. Wild Sommersalat zusammengesetzt. Aus Klee, Himbeeren, Breitwegerich, wilde Möhre, Distel, Hohlzahn, Beifuß, Heidelbeeren, Glockenblumen. Naja, alles, von dem ich weiß, dass man es essen kann. Denn da sollte man sehr vorsichtig sein. Wenn man sich unsicher ist, dann sollte man das lieber lassen. Das kann böse enden. Aber bei diesen Sachen hier bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass man sie essen kann. Und deswegen werde ich sie mir jetzt schmecken lassen. In diesem Sinne, guten Hunger, Enno. Ja, das hier ist, ne, Klee, glaube ich. Ja. Ah, die Blüten kann man ja auch mit essen. Ja, ich sag euch ja ganz ehrlich, ich habe da nicht so den Durchblick, was man so an Wildkräutern alles so essen kann. Das ist noch so ein Gebiet, was mir eigentlich fehlt. Ich geh auch nicht auf Grünzeug. Naja, wir werden es sehen. Solche Momente wären eigentlich auch Momente, in denen man sein Shelter zum Beispiel erweitern könnte. Mhm. Aber ich hatte mir von Anfang an ja vorgenommen, nichts zu essen, und da wollte ich ohnehin eher Energie sparen, als hier zu viel Energie reinzustecken. Das ist ja auch, was ich meinte, wenn man natürlich jetzt viel Nahrung hat und findet und Fisch und was weiß ich und gut gesättigt ist, dann kannst du ja die Energie wieder nutzen, um halt auch geilere, fettere Projekte zu machen. Denken, ne? Dieses Ding zu bauen. Und ganz ehrlich, ich brauche ja auch keinen Palast. Ja. Aber es hat eine gewisse Taktik. Oder du sagst halt auch, ey, ich brauche das alles nicht, ich minimalistisch, ich baue mir so ein bisschen was auf und damit komme ich klar. Wenn man in 7 Tagen natürlich Zeit hätte, sich hier einen Palast hinzubauen. Aber ja, mir reicht das alles so, wie das ist. Ich habe ja meine schöne, weiche Matratze. Das ist jetzt schon viel komfortabler als jedes Zelt. Ich nehme meistens ein Zelt mit auf meine längeren Touren und so. Das hat aber den einzigen Grund, dass es viel schneller aufzubauen geht. Das dauert halt 1 Minute oder 2 Minuten, dann steht mein Zelt und dann ist man da trocken und kann da drunter entspannen 3 Tage lang. Aber man kann sich halt nicht bewegen. Diese Variante hier ist aber im Endeffekt die komfortablere. Du brauchst halt nur Zeit zum Aufbauen, klar. Deswegen, ihr werdet es auch in den kommenden Videos sehen, ey, wenn ich Bushcraften gehe oder sowas hier wie in Schweden mache, auf jeden Fall Tarp und geil was zusammenbasteln und das macht einfach mega Bock. Wenn ich natürlich aber eine Radtour mache oder sowas, wo es wirklich darauf geht, irgendwie, ey, jetzt muss schnell aufgebaut werden, weil ich muss am nächsten Tag schon wieder weiter, dann wähle ich natürlich auch was anderes. Ja, krass, wie schnell so ein Tag vorbei sein kann. Und auch Tag 6 war wirklich ein super Tag. Ich war ja nochmal am See, war baden. Hab mir auch noch mal eine Schüssel Grünfutter gegönnt. Traumhaft. Ja, und ich muss sagen, ich fühle mich richtig gut. Ich fühle mich körperlich absolut fit. Ich fühle mich geistig irgendwie total angekommen, total wohl. Das liegt sicher auch daran natürlich, dass es der vorletzte Tag ist und ich weiß, dass ich diese 7 Tage für mich geschafft habe. Ja, wo es doch am Anfang für mich irgendwie eine Herausforderung darstellte. Das ist schon sehr cool. Schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Mensch, hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich gestern auf dem Heimweg von See gestern Abend eine Wildkatze oder einen Luchs gesehen habe? Boah, geil! Der ist tatsächlich vor mir im...
ja, da ist so dieser Trampelpfad, dann geht es so den Berg hoch und der kam plötzlich aus der einen Seite raus und sprang zur anderen Seite hoch. Dann auch in der zweiten oder dritten Nacht, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, sind ja auch Wildschweine rumgekrochen, die hier so rumgeschnüffelt haben. Aber da lag ich im Bett, das habe ich nur von drin gehört. Da habe ich nichts gesehen. Genau. Ja, also dieses Naturerlebnis ist einfach geil, ne? Auch nachts hier so alleine unter dem Himmel zu liegen, diese Einsamkeit, wo man alles noch mal viel mehr wahrnimmt, die Geräusche, auch die Ruhe nachts, wenn dann wirklich kein Ton mehr zu hören ist. Ach, das ist schon herrlich, wirklich. Es tut einfach gut. Es ist auch krass, wie sehr ich jetzt in dieser Routine angekommen bin. Das glaube ich auch, wenn du nach gewissen Tagen hast du eine Routine drin. Es ist auch egal, ob du dann Nahrung holst oder nicht, das ist ja irgendwie, weiß ich, aufstehen, Wasser, Fischen, Challenge, bla bla bla. Du hast irgendwann safe eine Routine drin und dann läuft jeder Tag gleich. Außer du machst jetzt irgendwelche Sonderprojekte. Aber das, ja, kann ich mir gut vorstellen. Es sind nur 6 Tage bisher, ne? Und trotzdem hat man sich voll eingegroovt, ne? Irgendwie läuft alles so ganz harmonisch mit sich selber ab. Und auch das mit der Uhrzeit fällt mir gerade gar nicht mehr so auf, dass ich eigentlich gar keine Uhrzeit habe. Gewöhnungszeit. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Du brauchst eine gewisse Zeit und dann ist es einfach die Normalität. Und deswegen habe ich zum Beispiel bei bestimmten Touren das zwar mal spaßhaft gesagt, aber ich meinte das auch so. Bei der Radtour zum Beispiel habe ich immer gesagt, ich bin jetzt der Radreisende. Ja, irgendwann nach, keine Ahnung, 7 Tagen auf dem Bock war immer das Gleiche. Es war aufstehen, Zeug zusammenpacken, aufs Rad, zum nächsten Supermarkt, frühstücken, weiterfahren, alle 5 Kilometer einen Riegel reinballern, Mittagspause wieder am Supermarkt, bababababam. Und du warst immer nur noch der Radreisende. Das war das, was dein Leben war. Ich weiß überhaupt nicht, wie spät das jetzt ist. Aber das ist ein total schönes Gefühl. Ich glaube, mein Wasser kocht. Wie kriege ich das denn jetzt da raus? Der ganze Topf brennt ja, Mensch. Handschuh. Ah. Ach doch, das sollte gehen. Ich nehme das mal ab. Puh. Wow. Geil. Ich hoffe irgendwie, ihr seid nicht enttäuscht, dass im Endeffekt gar nicht so viel passiert ist an diesen 6 Tagen. Ich dachte auch irgendwie, ja, wer weiß, wie das wird und so. Aber ganz ehrlich, am Ende war es ganz entspannt irgendwie, ne? Was soll ich groß erzählen? Oder ich möchte es auch nicht sinnlos dramatisieren. Es gibt nee, finde ich auch geil. Also ich finde es auch cool, wie er das darstellt und wie er es zeigt. Und im Endeffekt, du wirst es auch nur wissen, wie es ist, wenn du es gemacht hast. Und es kann aber auch bei wem anders oder bei uns dann in Schweden auch ganz anders aussehen, weil vielleicht andere Sachen passieren oder weil du natürlich auch diese Challenges noch dazu hast. Oder weil plötzlich, ein Elch durch dein Camp läuft. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ich glaube, jeder macht da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und wenn Enno jetzt vielleicht das nächste Mal rausgehen würde und woanders wäre, würde vielleicht auch was anderes passieren. Weil das Wetter spielt ja auch eine Rolle. In dem Moment, wenn plötzlich Gewitter kommt, Sturm, das halbe Lager ist klitschnass, es weht alles weg, dann ist plötzlich eine ganz andere Situation. Oder das Wetter ist viel kühler und kälter. Ne? Also das, ich glaube, es gibt viele Faktoren, die da halt eine Rolle spielen, wie sich so ein Projekt entwickelt. Einfach kein Grund dazu. Es waren einfach 6 schöne Tage, wer hätte das gedacht? Ja, ist doch geil. Und morgen noch der 7. Klar. Naja, bevor ich mich hier um Kopf und... Weil er gerade sagt, morgen noch der 7. Ganz wichtig, ne? Ich glaube, er wird halt, also er macht quasi 7 Tage, 6 Nächte. Aber wir werden 8 Tage, 7 Nächte draußen sein. Also wisst ihr, was ich meine? Weil, wenn du jetzt zum Beispiel, fiktiv gesagt, am Montag ausgesetzt wirst... Und am Dienstag oder Montagmittag wirst du ausgesetzt und Dienstagmittag wieder abgeholt, ist das zwar Tag 1 und Tag 2, aber es sind nur 24 Stunden, also du warst nur einen Tag draußen. Wisst ihr, wie ich das meine? Das heißt, wir sind 7 Nächte draußen, beziehungsweise 7 mal 24 Stunden, was aber im Endeffekt eigentlich 8 Tage sind, also Tag 1, Tag 2, Tag 3, 4, 5, 6, 7 und 8, weil du ja Tag 1 und Tag 8 nur jeweils zur Hälfte erlebst. Weil normalerweise geht Tag 1 ja 0 Uhr los. Und Tag 7, beziehungsweise dann Tag 8, ne, Tag 7 würde ja eigentlich auch erst um 0 Uhr beenden. Krakenrede, sage ich schon mal, gute Nacht, Freunde. Bis morgen. Aber den einen Tag mehr oder weniger macht es jetzt auch natürlich keinen Unterschied, ob du es schaffst oder nicht.
Tag 7, das Fazit. Genau. Bei BD oder beim Bund meinst du? Beim Bund zählten wir den ersten Tag als einen halben Tag, dann kommen 7 Nächte und der letzte Tag ist ein halber Tag. Genau. Genauso sieht's aus. Weil der erste, oder sagen wir so, der erste und der letzte Tag ist ja nur ein halber Tag. Ich möchte mit diesem Fazit dieses Video jetzt gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich werde euch jetzt weitere Aufnahmen, wie ich zum See laufe, wie ich Wasser hole, wie ich koche, wie ich Himbeeren esse, ersparen, möchte aber natürlich am letzten Tag nochmal ein paar letzte Worte loswerden. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen oder Anregungen, was auch immer habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich verspreche auch, ich werde auf alle Kommentare eingehen. Das mache ich immer so, das werde ich auch so beibehalten. Mit Einsamkeit habe ich wirklich überhaupt keine Probleme. Ich glaube aber auch, Enno ist da auch ein gewisser Typ für, ne? Ich meine, der ist, wie viel? 165 Tage oder was es waren, alleine durch Deutschland gewandert. Hat natürlich immer wieder Leute gesehen, aber er hat schon verschiedenste Projekte gemacht. Und ich meine mich auch in anderen Videos zu erinnern, dass er da gesagt hat, dass er da nicht so das Problem mit hat und das auch gut findet. Ich bin zwar sehr gerne in Gesellschaft, kann aber ebenso gut mit mir alleine sein und bin das auch sehr gerne. Und davon abgesehen habe ich auch schon viel längere Outdoor-Abenteuer hinter mir, bei denen ich komplett alleine war. Ja. Und ja, von daher war das von Anfang an nicht mein Thema. Alles, was über das Intervallfasten diesbezüglich hinausgeht, war mir bis dato komplett fremd. Natürlich hatte ich täglich mit einem Hungergefühl zu kämpfen und teilweise auch mit leichten Nebenerscheinungen wie Schwindel oder Kopfschmerzen. Aber das war alles gut und entspannt erträglich. Und am fünften Tag habe ich mich ja dann ohnehin am reich gedeckten Tisch der Natur bedient und bin aber dennoch erstaunt, wie leicht es mir die 5 Tage fiel, nichts zu essen. Krass. Denn jeder, der mich kennt, weiß, wie gerne ich esse und wie viel Wert ich auf gutes Essen lege. Ja, aber wahrscheinlich ist es wie mit allen Dingen, wenn man sich etwas wirklich vorgenommen hat und der Gedanke auch ernsthaft im Kopf angekommen ist, dann ist das schon die halbe Miete. Würde ich wieder die gleichen 7 Dinge mitnehmen? Oh, spannend. Im Prinzip ja. Allerdings in meinem Fall hätte ich mir statt meinem 2-Liter-Topf eine 2-Liter-Flasche gewünscht. Denn mit dem Topf ist das Wasser einfach schlecht transportierbar über eine längere Strecke. Ja. Direkt an einem Trinkwassersee in Schweden ist das natürlich völlig unrelevant. Und außerdem dient der Topf in dem Fall ja dann auch gleichzeitig noch zur Zubereitung von Nahrung. Auf Säge- und Mückenschutz hätte man im Prinzip auch verzichten können. Okay. In der Natur gibt es ausreichend Mittel, um sich anderweitig gegen Mücken zu schützen. Und alles, was ich mit der Säge gesägt habe, hätte ich auch mit dem Messer vorhacken und dann brechen können. Wiederum wäre es auch eine Idee, statt Säge und Messer einen Beil mitzunehmen. Denn mit dem Beil könnte ich eigentlich auch alles genauso bearbeiten, wie ich es mit dem Messer bearbeitet habe. Also die gleiche Aktion mit 5 Gegenständen wäre eigentlich denkbar. Seven vs. Wild ist halt die Luxusvariante. Genau, weil Seven vs. Wild, vergessen auch viele, ist immer noch ein verlängerter Campingausflug unter Freunden. Toilettenpapier und Ohrenstäbchen habe ich anfangs sehr vermisst. Ohrenstäbchen einfach, weil ich süchtig danach bin. Und Toilettenpapier, weil es sehr gewöhnungsbedürftig war, sich diesbezüglich mit Blättern auszuhelfen. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich das große Geschäft immer vor den Badegang gelegt. Und auch das hatte sich ab dem 3. Tag, glaube ich, aufgrund der fehlenden Nahrungszunahme ohnehin erledigt. Das Zähneputzen mit... Ich muss mir kurz was aufschreiben. Stock und Asche, das finde ich wirklich völlig okay. Das fühlt sich auch richtig frisch und sauber danach an, ist aber auf Dauer natürlich nicht gesund für Zähne und Zahnfleisch. Dass meine Klamotten mal eine Woche nicht gewaschen sind, das kenne ich von anderen Outdoor-Erlebnissen. Und gerade wenn man alleine unterwegs ist, ist das auch völlig egal. Ich habe in der Zeit mein T-Shirt und meine Shorts 2-mal durch den See gezogen und fertig. In einigen Momenten hätte ich auf jeden Fall gerne ein Buch dabei gehabt. Allerdings war ich dann auch so in meiner Routine drin, dass die Tage nur so dahinflogen. Und ich muss auch sagen, ich kann wirklich stundenlang im Grün sitzen und mit Augen und Ohren einfach nur die Natur beobachten. Und 7 Tage sind auch keine lange Zeit. Die Zeit geht schnell vorbei.
Und vielleicht sollte man diese Zeit auch einfach mal nutzen, zu entschleunigen und sich auf sich selbst und das Wesentliche zu konzentrieren. Natürlich hätte ich in dieser... Das finde ich super gut. So ein Resümee wäre auch geil bei Seven vs. White. Ist auch geplant. Wir wollen so eine kleine Fazit-Resümee-Runde machen, aber wahrscheinlich dann mit allen zusammen irgendwie. Das müssen wir mal gucken. In der Zeit auch mein Lager hier bis ins Unendliche ausbauen können. Theoretisch könnte jetzt hier ein Palast stehen. Aber mir reicht das so alles vollkommen aus. Das ist schon weitaus komfortabler als das Zeltleben, was ich sonst auf meinen Touren gewohnt bin. So ungern ich das auch zugebe, möchte ich trotzdem ehrlich sein. Die größte Entbehrung dieser 7 Tage war aus verschiedenen Gründen mein Smartphone. Ja. 7 Tage ohne Uhrzeit zu leben, war für mich die krasseste Erfahrung dieser gesamten Aktion. Okay, krass. 7 Tage ohne den geringsten Kontakt zur Außenwelt, zu Familien, zu Freunden, zum Weltgeschehen oder einfach mal bei Insta oder YouTube stöbern, war für mich genauso ungewohnt. Ja. Also jedem, der auch überlegt, sich so einem Selbstversuch zu stellen, rate ich, sich an die Fritz-Meinecke-Regeln zu halten und das Smartphone wegzulassen. Wirklich. Ja, klar. Alleine die Erfahrung, 7 Tage ohne Uhrzeit zu leben, war für mich auf jeden Fall ganz neu und definitiv was Besonderes. Ja, also ich glaube, in dem Moment, wo du dann sowas selbst für dich probierst und da am Smartphone noch hängst und noch ein bisschen postest und Stories machst und mit irgendwelchen Leuten schreibst und Videos anguckst, das ist, da, es geht ja gerade um diese Isolation. Und auch das Smartphone davon wegzulassen, ist ein großer, großer Teil der Isolation. Gerne würde ich etwas anderes erzählen und dramatisieren, wie krass es war, diese Woche mit nur 7 Gegenständen überlebt zu haben. Aber das wäre nur Effekthascherei. Ganz wichtig, ihr das noch weiter sagt, das ist auch nicht das Ziel dieses Projekts. Ja, es ging bei diesem Projekt nicht darum, wir machen das Krasseste, was es jemals gab. Überhaupt nicht. Sondern es ging darum, ein Projekt zu machen mit Sachen, die ich und die anderen Leute noch nie gemacht haben. Und was daraus wird, was man daraus für Erfahrungen mitnimmt, das, was für Enno für Erfahrungen gemacht haben, darum geht's. Und nicht, dass es jetzt ultra krass wird. Nein, überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, einen übelsten Survival-Kram zu machen, sondern einfach eine eigene Wildniserfahrung in der Natur. Hinzu kommt auch, dass die Teilnehmer von Seven vs. Wild von Fritz Meinecke in Schweden täglich eine Challenge bekommen, die sie freiwillig bewältigen können, um Punkte zu sammeln. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wobei es sich bei diesen Aufgaben handelt. Diese könnten für die Teilnehmer natürlich die Herausforderung bis ins Unermessliche steigern. Und ich bin auf jeden Fall nach wie vor sehr gespannt darauf. Das steht außer Frage. Ich auch. Ich habe alle Achtung vor dem Projekt an sich, der Idee und dem Organisationstalent von Fritz Meinecke. Meinen größten Respekt an dieser Stelle. Das hat mich auch einige graue Haare gekostet, die Nummer. Von den 7 Teilnehmern kenne ich nur Fritz und Martin. Allerdings, wenn alle so outdoor-erfahren wie die beiden sind, dann glaube ich, werden alle Teilnehmer entspannt diese 7 Tage bis zum Ende durchhalten. Ich glaube auch, dass auf jeden Fall jeder das Potenzial dazu hat, da klarzukommen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ob man sagen würde, ey, das war dann zu einfach, das ist das allererste Mal so ein Projekt, das kann man vorher nicht sagen. Im Nachhinein kann man immer sagen, ah, hätte da mal nur 3 Gegenstände gemacht, ne? Ist egal, wir haben uns jetzt einmal so festgelegt und es können ja auch alle 7 Tage durchkommen, ist auch gut. Und dann wird man ja auch sehen und Erfahrung sammeln, wer ist wie durchgekommen und dann kann man immer noch mal ein krasseres Projekt machen, wenn man das will. Es sei denn natürlich, es gibt größere Komplikationen, Unfälle oder gesundheitliche Beschwerden. Oder Psyche. Vielleicht hat jemand auch keine starke Psyche und was weiß ich, man weiß es nicht. Oder irgendwas, aber das wollen wir alle nicht hoffen. Natürlich darf man auch die psychische Komponente nicht unterschätzen, wenn jemand so gar nicht mit Einsamkeit umgehen kann. Aber ich glaube, am Körperlichen wird keiner der Teilnehmer scheitern. Ich wünsche auf jeden Fall allen viel Spaß und gute Erfahrung und danke Fritz Meinecke an der Stelle für die Inspiration, das einfach selber mal auszuprobieren. Ich alleine wäre nicht auf die Idee gekommen. Ja, geil, ey, fettes Dankeschön für diesen fetten Film hier, Alter. Mega, mega. Einfach nur geil. Das soll es von mir gewesen sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Seven vs. Wild Serie. Und wenn euch das auch interessiert, dann abonniert den Kanal von Fritz Meinecke auf YouTube und seid gespannt, was da kommt. Wenn ihr daran interessiert seid, was ich sonst so treibe, dann besucht mich gerne auf meinem Instagram-Kanal, abonniert mich bei Facebook oder stöbert auf meinem YouTube-Kanal rum. Und in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, Freunde. Bis später. Geil.
Hey, Freunde, auf jeden Fall hier bei Enno vorbeischauen, Kanal abonnieren, Daumen nach oben, auch einen Kommentar da lassen. Sehr, sehr cooles Projekt. Und ja, schaut gern bei ihm. Ihr macht bei die 10.000 voll jetzt, Freunde, oder? Da müssen wir mal reingehen. Die 10.000 machen wir jetzt auf jeden Fall mal voll hier. Und ja, schaut mal rein. Ich habe mir zum Beispiel auch dieses Ultralight Comfort Tracking Wander Setup hier angeguckt. Sehr, sehr cooles Video gewesen. Ihr seht es gerade hier selbst. Auch das komplette Q&A habe ich mir reingezogen zu seiner Deutschland-Tour. Hier LP-Filme und so weiter. Also gönnt euch, wenn euch sowas noch ein bisschen interessiert. Sehr, sehr geiles Video und geiles Projekt.